Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine Person, die wir gut kennen, die wir mögen, die wir gut leiden können, mit der wir gut zurechtkommen. Eine liebenswerte Person. Wir erwecken in uns den Wunsch, dass es dieser Person gut gehen möge. Dass diese Person glücklich sein möge. Wir erwägen einige Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit der diese Person, die wir sehr gerne mögen, konfrontiert sein mag. Gleichzeitig versuchen wir, den Wunsch nach Wohlergehen für diese Person aufrechtzuerhalten. Wir erwecken in uns ein Verständnis, dass diese Person, die wir sehr gerne haben, ebenso wie alle anderen Menschen, mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert ist. Unser Wunsch nach Wohlergehen kann nichts daran ändern, dass diese Person altert, krank werden kann und mit Sicherheit sterben wird. Diese geliebte, angenehme Person, der wir alles Gute wünschen, Glück wünschen, ist von lieben Dingen getrennt und mit unlieben Dingen vereint. Wie alle anderen Menschen. Wir verstehen, dass unser Wunsch nach Wohlergehen, unser Wunsch aus Güte, dass diese Person glücklich sein möge, tiefer geht, sich nach innen richtet, sich auf die Herzensqualitäten dieser Person bezieht. Angesichts der Wechselfälle des Daseins und der Unsicherheit bezieht sich unser Wunsch darauf, dass diese Person, die wir sehr gerne haben, sich innerlich so entwickelt, dass sie mit den Herausforderungen des Lebens auf heilsame Weise umgehen kann. Vertrauen auf den Buddha und darauf, dass es möglich ist, einen Weg aus dem Leiden heraus zu gehen. Einen Weg zu vollkommenem inneren Frieden.
Ein Frieden, der von den Wechselfällen des Lebens nicht berührt wird. Der tiefe Frieden innerer Unabhängigkeit. Wir wünschen der Person, die wir sehr gerne haben, dass sie den Weg zu diesem inneren Frieden finden möge und in sich entfalten möge und erfolgreich bis zum Ende gehen möge. Wir können innerlich zu dieser Person, die wir sehr gerne haben, sagen, mögest du einen Weg finden und in dir entfalten, um mit den Herausforderungen des Lebens auf heilsame Weise umzugehen. Mögest du inneren Frieden finden. Dieser inneren Einstellung des Wohlmeinens, mit dem Wunsch nach innerem Frieden, geht ein Gefühl einher, das sich im Körper manifestiert. Wenn wir dieses Gefühl deutlich spüren können, können wir es ausdehnen und den ganzen Körper damit anfüllen. Wenn wir es deutlich spüren, lassen wir die Vorstellung von der geliebten Person weg und konzentrieren uns ganz auf das Gefühl. Wenn wir es noch nicht so deutlich spüren, arbeiten wir weiter mit der Kontemplation, betrachten die Schwierigkeiten der geliebten Person und unseren Wunsch, dass sie den Weg zum Frieden finden möge. Wir können dabei innerlich die Worte sprechen: Mögest du glücklich sein, mögest du inneren Frieden finden. Wenn wir visuell veranlagt sind, können wir uns vorstellen, dass dieser Wunsch wie ein goldenes Licht aus unserem Herzen zu dieser Person hinübergeht, sie einhüllt, durchdringt. Wenn uns die Atembetrachtung hilft, uns zu fokussieren, dann können wir Metta, den Wunsch aus liebender Güte, auch an den Atem koppeln. Stellen uns vor, dass wir beim Einatmen alles Gute im Universum in uns aufsaugen, beim Ausatmen den Wunsch nach Wohlergehen und innerem Frieden dieser geliebten Person zusenden.
Wann immer wir den Wunsch aus Wohlmeinen nach innerem Frieden deutlich in uns spüren, als geistiges und körperliches Gefühl, lassen wir die Hilfsmittel weg und fokussieren uns ganz auf das Gefühl, füllen den ganzen Körper damit aus. Wann immer das Gefühl schwächer wird, unser Fokus schwächer wird, kehren wir zu dem Hilfsmittel zurück, zur geliebten Person als Auslöser, formulieren einen inneren Wunsch, senden Licht aus, atmen Liebe ein und aus. Wenn wir diese Hilfsmittel nicht mehr brauchen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Gefühl und dehnen es aus, bis es den ganzen Körper ausfüllt. Als nächstes probieren wir, ob wir diese liebevolle Einstellung auch gegenüber einer Person haben können, die wir nicht gerne mögen, die uns Schwierigkeiten bereitet. Können wir diesen Menschen genauso lieben? Bei den meisten Menschen wird der aufblühende Wunsch aus Metta gegenüber einer schwierigen Person etwas schwächer werden, etwas verwittern, verwelken. Wenn es uns schwerfällt, einer Person, die uns Schwierigkeiten bereitet, inneren Frieden zu wünschen, können wir betrachten, dass diese Person wahrscheinlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Wir verändern den Fokus ein wenig vom Wunsch nach Wohlergehen hin zur Betrachtung des Leids dieser Person. Ein Mensch, der uns Schwierigkeiten bereitet, ist innerlich wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht, hat möglicherweise schwere Konditionierungen, vielleicht aus der Kindheit, aus früheren Leben mitgebracht. Es ist nicht schön, unausstehlich zu sein. Alle Menschen wollen geliebt werden. Manche haben nicht genug Weisheit, um zu wissen, wie man sich liebenswürdig benimmt. Person, die uns Schwierigkeiten bereitet, ist genauso wie wir Alter, Krankheit und Tod ausgesetzt.
Ein Mensch, der anderen Schwierigkeiten bereitet, hat möglicherweise überhaupt keine Möglichkeiten, mit den Herausforderungen des Lebens heilsam umzugehen. Wenn es uns schwerfällt, diese Person zu lieben, können wir zumindest wünschen, dass sie von ihrem Leid frei sein möge. Der Wunsch aus Mitgefühl nach Leidfreiheit. Auch der kann als Objekt unserer Betrachtung und Meditation verwendet werden. Mitgefühl fühlt sich nicht ganz so warm und leuchtend an wie Metta, aber es ist ein starker Wunsch, ein ruhiger, kühlender Wunsch, heilender Wunsch. Mögest du frei von deinem Leid sein, von deinen unheilsamen Konditionierungen. Je mehr wir Leid verstehen, nicht als ein persönliches Problem, sondern als etwas Universales, desto leichter können wir zu dem Wunsch aus Mitgefühl vordringen. Nachdem wir jetzt etwas Verständnis für das Leid dieser Person entwickelt haben, können wir nochmal versuchen, ob wir dieser Person Liebe, den Wunsch nach innerem Frieden entgegenbringen können. Wenn es uns immer noch schwer fällt, kehren wir zur geliebten Person zurück, um Metta zu entwickeln. Wir füllen mit Metta unseren ganzen Körper aus. Und noch darüber hinaus in alle Richtungen. Wir senden diese heilende, heilsame Energie in die ganze Welt, soweit sie reicht. Wir machen uns keine Gedanken, wie weit sie reicht, sondern senden einfach alle Richtungen nach oben und nach unten. Jetzt versuchen wir, ob wir Metta erzeugen können gegenüber einer ganz besonders schwierigen Person. Und das sind wir selbst. Wir kennen all unsere Fehler. Wir haben vielleicht Erwartungen an uns selbst, die wir nicht erfüllen.
Aber wir sind ebenso wie die geliebte Person mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert, von Lieben getrennt, mit Unlieben vereint. Wir verdienen ebenso wie diese geliebte Person den Wunsch nach Leidfreiheit. Wir verdienen ebenso wie die geliebte Person den inneren Frieden, der unabhängig ist von Bedingungen. Wir nehmen uns selbst in den Arm und sagen zu uns selbst, möge ich den Weg finden und entfalten und mit den Herausforderungen des Lebens auf heilsame Weise umgehen zu können. Möge ich inneren Frieden finden. Die letzten 10 Minuten dieser Meditation wenden wir die innere Situation an, mit der es uns am besten gelingt, Metta zu empfinden, den ganzen Körper damit anzufüllen und in alle Richtungen auszusenden. Wir spüren, wie gut sich ein liebendes Herz anfühlt, frei von Begrenzungen zu sein, frei von Feindschaft. Der Wunsch nach Wohlergehen ist bereits Wohlergehen für uns. Wir wünschen, dass unser Metta Nahrung sein möge für die hungrigen Geister dieser Welt. Unser Wohlmeinen soll Anlass zur Freude sein für die Devas dieser Welt. Unsere liebevolle Einstellung soll mehr Helligkeit in die Welt der Menschen bringen. Möge diese Meditation und alles, was ich in diesem Retreat getan habe, um Herz und Geist zu läutern, zum Wohle sein für alle Wesen.